Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Amunet. Sieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurios. Ach, Aya. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay. Ja, herzlich willkommen zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sind doch immer. Sind ein bisschen wenig, das sind doch bestimmt noch mehr. Sag ich doch, da sind noch mehr. So, dann gehen wir mal die Jungs retten. Nebenbei hier noch ein paar Kommandanten töten. Oh, Level 45, geil. Übel. Aber wir machen das gerne über Nacht, weil wir sind ja Assassinen. Wir kommen immer in der Nacht. Schwer bewacht. Kann ich hier echt nicht über diese scheiß fucking Palisaden drüber klettern? Ey, das ist doch wieder dumm. Das ist doch wieder schon wieder dumm. Das ist doch mega mohaft. Tertium, facke den Nunk! Tertium, du? Keine Ahnung, was du sagst. Aber schlaf gut. Also schlaf für immer. Ich glaube, die Katze läuft mir schon wieder hinterher. Die können mich nicht sehen. Ich denke immer, das dauert immer, durch diese Zeitlupe denke ich immer, oh scheiße, die entdecken mich. Aber dem ist nicht so. Wo bin ich hineingeraten? Die hier? Nee. Ist mir zu weit weg, sorry. Ich kann dich leider nicht rächen. Oh. Ah, wir sollten mal den Schatz da mitnehmen. Wie viele Kristalle habe ich denn jetzt? Am Anfang habe ich, vorhin sage ich, letztens habe ich so Kristalle, jetzt habe ich schon 18 Kristalle. Das heißt, wir brauchen ein bisschen
Leder. Dann können wir auch wieder ganz gut leveln. Huch. Sante! Mola! Die Zone ist voll. Guck mal hier, ihn schön beim Pinkeln. Aha. Er pinkelt auch nicht einfach in die Wildnis. Keine Angst, euch helfe ich noch. Oh Scheiße, wir müssen ihn fallen. Nein, nein, nein! Steht aber auf, Junge! Ach so, Scheiße. So, das haben wir erledigt. Okay, der vergiftet sich gerade. Sag mal, fällst du jetzt mal um? Naja, ich erlöse dich mal. Läuft jetzt alle da durch? Deppen. Einmal mit Profis. Die jagen jetzt die Zivilisten, gell? Könnt doch nicht weg. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ich bin ein Schatten. Vielleicht bin ich hinter euch. Vielleicht bin ich aber auch vor euch. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Hä? Achso, wollte ich sagen. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ja, wo bin ich denn? Das macht so Spaß. Oh. Guck mal, hier kann man nebenbei noch plündern. Warte mal, ich muss erstmal deinen Kumpel hier töten. Jetzt haben sie mich natürlich entdeckt. Oh, hört mal auf mit diesem scheiß Alarm. Ja.
Das ist neu. So, jetzt kommt. Na. Schon wieder so eine Petze da. Steh auf. So, wo geht's denn weiter hier? Guck mal hier, was wurde? Ich glaube mal, euch noch so lange ein bisschen Vorrede. Es macht einfach so viel Spaß, ey. Warum kann ich da nicht rein? Ja, die Zivilisten muss ich noch befreien. Den letzten Schatz hier noch. Genau, dann haben wir nämlich den Ort auch. Dann befreien wir mal die Zivilisten und dann kümmern wir uns mal bitte deshalb, was wir hier sind. Lass dich in Ruhe. Ich würde schon sagen, lass die gefälligst in Ruhe. Die haben dir nichts getan. Die gerade befreit. So, dann kümmern wir uns um unsere Leute hier oben. Bayek! Vorwärts, Tahira. Ich trage dich hier raus. Ich kann nicht weiter. Lass mir einen Bogen da. Ich kämpfe bis zum Tod. Nö. Achso, da müssen wir raus. Sprich nicht vom Tod. Die Verborgenen brauchen dich. Mein Leib steht in Flammen. Nur das Blut von römischen Soldaten vermag meine Schmerzen zu lindern. Oh, Kashta ist noch hier. Wir müssen ihn befreien. Vielleicht leidet er so wie ich. Ja, mal kümmere ich mich gleich drum. Wir lassen ihn nicht zurück. Kümmere ich mich gleich drum. Erstmal. Kannst du mal bitte leise leiten? Ist gerade sehr nervig, wenn du mir die ganze Zeit so ins Ohr reinstöhnst. Oh, Herr der Duat, bitte. Lass mich ins Gefilde. Kashta ist noch in der Festung. Du musst ihn holen. Ich warte hier. Da bleibt ja auch nichts anderes übrig. Oh, Herr der Duat, bitte. Bleibt dir ja auch nichts anderes übrig, als da zu warten. So, Kashta ist da. Hallo Kashta. Bayek, den Göttern sei Dank. Diese Festung hat Osiris ersonnen. Sie ist Irrsinn. Tahira hat Verbrennungen. Sie wird es wohl nicht schaffen. Man hat sie weggebracht. Folge mir. Sei kampfbereit. So, guck mal, da kann man noch was looten. Kann man hier überhaupt noch was looten? Muss ich doch hier auch lohnen. Looten und leveln, das muss drin sein in einem Spiel. Guck mal, Bronze. Guck mal hier. Schlafmütze. So, hast du ein Problem mit der Schulter? Warte mal. Ich befreie dich davon. Siehst du, jetzt hast du keine Probleme mit der Schulter mehr. Ah, wir sind schon fast wieder Level 44. Guck mal, da geht's noch weiter. Ich mal.
Können jetzt ja mal ein bisschen schneller bewegen hier. Ich glaube, das reicht jetzt aber auch. Komm, geh. Er kann also Gott sei Dank selber laufen. Geh mal ab zum Treffpunkt. Da geht's raus, da geht's raus. Da wird ja der Rufus ja bald auftauchen. Werden wir uns mal um ihn kümmern müssen. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. Oh. Bleib bei mir, Tahira. Wehr dich. Gib nicht auf. Die Welt verblasst vor meinen Augen, Baek. Es macht mich krank, Tahira so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Neck. Götter. Lasst mir meine große Schwester. Na komm schon, wir schaffen das. Ja, vielleicht hätten wir gleich nicht so viel looten sollen. Hätten wir mehr Zeit gehabt. Es muss ein Verräter unter uns geben. Wie wäre dies sonst möglich? Alle schwören einen Eid. Wir wurden für dumm verkauft. Von allen? Bist du sicher? Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Tasche. Stirb! Wow. Genug! Alter, ey. Komm mal jetzt mal klar hier. Wo ist er denn? Da. Wow. Aber war's das? Ach, da ist noch einer. Oh. Steh auf, Mädel! Wow. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Oh, warte mal, da ist ein Schatz. Alter, ich hab mir so viel Kristalle. Ich muss jetzt um die 20 Kristalle kommen. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Beten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf um Nabatea unersetzlich. Wir sind fast da. Großer Amun. Oh. Ich glaube, die wird sterben. Glaub, die wird sterben. Ich hab so Hunger, ey, gerade. Die ist noch hübscher geworden. Ich war zu schwach, Baek. Nein, du warst nicht schwach. Du warst stark und loyal wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit. Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. Und vergiss es. Schade, 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 schade. Ich werde sie alle töten. Alle Römer. Du wirst Tahira in die Berge bringen. Dahin, wo sie anständig bestattet werden kann. Wir machen weiter. Wir werden... Die Musik im Hintergrund. Rufio töten. Da nickt er.
Tahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinoe. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Der Anführer, Rufio. You are the next. Ich werde nicht versagen wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Dann ist da noch Kleopatra. Sie hat Alexandria Wohlstand gebracht. Das lässt sich nicht bestreiten. Doch jetzt ist uns die Armee ihres Geliebten ein Dorn im Fleisch. Marcus Antonius stinkt ebenso nach Tyrannei wie Cäsar. Rufio trägt denselben Geruch. Ja, in den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Aus Feuer und Blut. Wir wählen diesen Weg nicht. Er wählt uns. Impressure in Puer! Bajek! Schnell, du musst uns helfen! Das Dorf wird angegriffen! Was? Woher kennen Sie meinen Namen? Oh nein! Wow! Stellt euch rum, nicht in den Weg! Das ist ein blutiges Massaker! Hilf den Abatea! Das ist Wahnsinn! Warum töten Sie Zivilisten? Verbrannte Erde! Verbrannte Erde. Aua. Oh, der ist heftig, der Typ. Hat er noch ein bisschen rumgeschrien, aber... Ups. Alter. Sind ja noch einige. Aber. So ein Typ. Ja, ist ja gut. Beug dich. Ich hasse diese Typen. Genau deshalb. Oh, warte mal. Und weg. Dann komm her. Wieder ein paar Pfeile einsammeln. Ach, du lebst ja immer noch. Leben. Oh ne, doch nicht. Hier sind noch ein paar. Da sind noch zwei. Scheiße, sagt man nicht. Geht die Bildung mit den Arsch. Sire,
müssten alle sein. Hoffe ich. Ich gehe zu Rufius Nest. Alter. Es ist heftig. Ja gut, meine Lieben, wir machen aber hier wieder Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origin. Dankeschön, bis morgen, ciao.